Das ist meine Aktentasche, die habe ich schon ziemlich lange, ein paar Jahrzehnte. Und was ist da in großer Menge drinne? Genau, Akten. Da steht Cum-Ex drauf, keine Ahnung, was das ist. Irgendwelche Schweinerei wahrscheinlich. Dann natürlich noch mein Tablettenetui, wo sämtliche Pillen, die ich tagsüber brauche, drin sein sollten. Gegen Demenz, Inkontinenz und Haarausfall. Und dann noch ein sogenannter Flachcomputer. Aber leider hat mir bis heute noch niemand erklärt, wie das Ding funktioniert. Die berühmteste Person, die die Tasche jemals in der Hand hatte, war damals eine Klofrau in Hamburg, aber natürlich nur mit Gummihandschuhen. Ich glaube, sie hieß Agnes. Die Tasche, die hat mich eigentlich überall bekleidet, als die Schlüpper mal weg waren. Ich wurde damals schon immer in der Sonderschule verdroschen, wegen dieser beschissenen Tasche. Mir ist das egal. Sie ist wie ich, Lederhaut ohne Haare, innen drinnen nichts Sinnvolles und ihr Höhepunkt ist vorbei. Ich gebe Ihnen noch einen Tipp. Essen Sie Petersilie. Das hilft gegen Dünnschiss in der Birne. Bei mir ist es leider zu spät.